DiscoFox FM Live Interview. Ein Hallo an dich, liebe Laura. Hallo. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich steuere dich noch ein bisschen wenig nach. Wie ist das Wetter denn da, wo du gerade bist? Also ich bin gerade in Stuttgart und da ist das Wetter eigentlich ganz schön. Die Sonne scheint ein bisschen und man braucht auch gerade keine Jacke anziehen. Ist ganz angenehm. Also liebe Laura, da sagen wir jetzt einfach mal eins. Erstmal Dankeschön, dass du dir die Zeit nehmen konntest, ins Interview für 30 Minuten zu kommen hier bei DiscoFox FM. Und das Zweite ist, von dem Wetter, von dem bisschen Sonnenschein, kannst du uns ruhig etwas rüber schicken, weil da habe ich hier in Mülheim an der Ruhr definitiv zu wenig. Versuchen. Du wirst es versuchen. Laura, ich habe eine ganze Menge Fragen an dich und die Hörer und Hörerinnen und auch deine Fans sind gespannt darauf. Bevor wir aber genau dazu kommen, habe ich einen Song rausgesucht und zwar singst du den mit dem Uwe Busse zusammen. Richtig, das ist unser Duett und der Titelsong von meinem Album. Genau. Fang deine Träume ein. Fang deine Träume ein, das auch von deinem neuen, brandneuen Album. Und den hören wir uns, diesen Song, direkt mal am Anfang, bevor es richtig losgeht, an. www.discofox.fm. Wir haben sie eingefangen, keine geringere als die Laura Wilde. Liebe Laura, der Song und das Album ist absolut genial. Muss ich direkt schon mal von vornherein dir mitteilen. Aber jetzt muss man sagen, du hast ungarisches Blut in dir. Und jetzt stellt sich die Frage erstmal, bist du dort geboren oder auch aufgewachsen sogar? Also es ist so, ich bin in Ungarn nicht geboren und auch nicht aufgewachsen, weil nämlich meine Großeltern mütterlicherseits aus Ungarn stammen und die sind da groß geworden und sind aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben mit ganz, ganz vielen Ungarn-Deutschen eben vertrieben worden und waren dann in Deutschland sozusagen zu Hause, haben aber ja immer dieses ungarische Feeling noch in sich und vergessen das natürlich auch nicht. Jetzt muss man dazu sagen, weil du hast es mir gerade schon mitgeteilt, deine Mama sitzt so neben dir oder dir gegenüber. Sie ist auf jeden Fall bei dir. Genau, die sitzt hier bei mir. Da muss ich direkt schon mal sagen, nochmal ein Hallo an die liebe Mama von der Laura Wilde und das kommt auch von dem gesamten Team von DiscoFox FM und allen Hörerinnen und Hörern. Laura, Gut. Du studierst ja noch. Wie passt das überhaupt mit dem Studieren und gleichzeitig dem Musikgeschäft? Also im Moment muss ich schon ganz schön gucken, wie man das so jongliert bekommt, dass man das parallel überhaupt machen kann. Also es ist ja schon beides ziemlich zeitaufwendig und jetzt bin ich ja musikalisch ziemlich viel weg und wenn ich dann aber ein paar Tage mal wieder daheim bin und dann geht's halt mal wieder in die Uni oder ich muss meine Hausarbeiten dann schreiben und hab ja auch meine Fristen wie alle anderen auch bei mir im Kurs, die ja fristgerecht die Hausarbeit dann doch abliefert. Jetzt muss man... Willst schon beenden. Du möchtest es schon beenden. Du hast ja nicht nur einfach, was du studierst, du hast dir zwei Stück ausgesucht. Ja, also ich studiere einen Bachelorstudiengang und da ist es eben üblich, dass man einen Haupt- und ein Beifach eben hat und mein Hauptfach ist Germanistik und mein Beifach Spanisch. Spanien kenne ich, auf jeden Fall vom Urlaub her und ich sage jetzt mal ganz offen und ehrlich, für mich ist es absolut ungewohnt, Spanisch zu studieren. Ich wollte einfach mal so ein bisschen so einen Sprachkurs mitmachen, hab mir den geknickt. Wie ist es bei dir? Schwer? Ja, also für mich ist es jetzt auch nicht ganz so leicht. Also ich musste auch viel für machen. Aber ich hab soweit meine Kurse jetzt schon bestanden für mein Beifach. Einen habe ich noch zu machen im nächsten Semester jetzt ab Herbst. Das werde ich auch noch irgendwie hinkriegen. Aber es ist eine sehr schöne Sprache, also sehr melodisch und die gefällt mir schon sehr gut. Wo du gerade sagst, melodisch, da kommen wir genau zu dem hin, wo ich jetzt nämlich hin möchte, Laura. Es ist nämlich das Musikgeschäft. Wie ist es dazu gekommen, dem Wunsch einfach dieses Musikgeschäft jetzt mit zu intrigieren bei dir in dein Leben? Wie? Ja, es ist natürlich spannend. Also es ist auch schön zu sehen, dass jetzt so viele Leute auch auf mich zukommen seit letztem Jahr, als ich da meine erste Single vorgestellt habe. Mir auch viele Leute einen Brief schreiben oder Autogramme wollen und so, da freut man sich. Also, dass man da echt schon so, auf so die Meinungen und, schöne Kritiken stößt. Und es kommen auch echt viele jetzt schon angereist zu Auftritten von mir. Und da freut man sich natürlich, wenn man noch so neu dabei ist. Neu dabei, weil im Oktober ist ja deine Single erst erschienen.
Und jetzt muss man sagen, wie war es denn mal? Wie war das Gefühl, dass der Song, der wurde ja überall rauf und runter gespielt, so gut angenommen wurde? Und wie war es, das Gefühl, deinen Song das erste Mal im Radio überhaupt mitzubekommen, zu hören? Ja, das war ganz spannend. Also ich, da ist man schon erstmal ganz, also man erschreckt sich vielleicht sogar ein bisschen, wenn man dann so denkt, huch, die kenne ich ja, die da gerade im Radio singt. Aber ja, also es ist echt aufregend. Also ich weiß noch, dass wir da irgendwie mal zusammen in der Küche gestanden haben und auf einmal kam das Lied und dann ist man schon baff. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Apropos Lied hören, ich habe einen Song rausgesucht für dich, den würde ich jetzt gerne als nächstes spielen, nämlich Ich sehe was, was du nicht siehst. Jetzt bin ich nur mal ganz, ganz kurz ein bisschen neugierig, wie es überhaupt zu diesem Song kam. Also der Uwe Busse, mein Produzent, hat das Lied mir damals gezeigt. Das war eigentlich so mit eines der ersten Lieder, die er für mich geschrieben hat. Und ja, ich fand die Idee ganz witzig, weil er eben in diesem Lied, was ja auch meine erste Single eben war, dieses Spiel, was man als Kind so im Auto gespielt hat, eben da ganz, ganz toll ja, mit dem Verliebtsein und mit dem ersten Austauschen von verliebten Blicken und so, ja, kombiniert hat. Das ist eine ganz witzige Idee. DiscoFox FM Live Interview. Ich würde ja jetzt auch sagen, ich sehe was, was ihr nicht seht, aber ich sehe sie leider Gottes auch nicht, aber dafür höre ich sie. Mit dieser Debütsingle warst du im ZDF bei Carmen Nebel. Wie aufgeregt warst du? Ja, also sehr, sehr aufgeregt. Also man freut sich natürlich total, aber wenn man dann so vor Ort ist und steht dann auf der großen Bühne und ja, die ganzen Kameras um einen rum und vorher ja auch die Maske und wenn man das so das erste Mal alles mitkriegt und man ist so bei den ganzen Großen mit dabei mit seiner ersten Single und dann ist man schon tierisch aufgeregt. Ja, besonders kann ich mir das richtig vorstellen, weil in der Maske ist ja schon eine ganze Menge zu erledigen und dann laufen ja auch Proben da ab und das muss ja alles perfekt sitzen. Wie oft musstest du proben? Also es ist eigentlich meistens so, dass man dann seine Einzelprobe hat, dass man weiß, wo stehe ich, wo muss ich hingucken, welche Kameras sind überall bei mir mit dabei, wer filmt mich wann und wo. Und dann hat man noch eine Generalprobe, wo dann fast alle Künstler eigentlich teilnehmen und ja, und dann kommt eigentlich schon die Live-Sendung dann. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, der Titel Ich sehe was, was du nicht siehst, dass er Bestandteil deines ersten Albums ist, Fang deine Träume an. Du hast es wirklich mit einem bekannten Musiker, ist das produziert worden, das Album, kein geringeren als Uwe Busse. Jetzt bin ich eigentlich mal wirklich neugierig und ich schätze auch viele Hörerinnen und Hörer hier bei DiscoFox FM, wie es überhaupt dazu kam, mit dem Uwe Busse zusammen etwas zu produzieren. Also ich habe dem Uwe eigentlich eine ganz typische Bewerbungsmappe geschickt. In der Mappe habe ich ein bisschen was über mich geschrieben und ja, von meinem musikalischen Werdegang bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen so erzählt, ein paar Fotos und eine Demo-CD mit reingelegt. Nachdem meine Mama in einer Zeitung einen Bericht gelesen hat, dass halt der Uwe nicht nur singt, sondern auch eben produziert hat, schon ganz, ganz viele Hits, unter anderem ja für die Flippers. Und ja, daraufhin habe ich diese Mappe dann abgeschickt. Und dann hat er sich dann daraufhin telefonisch bei mir gemeldet und hat mich zu einem Gespräch eingeladen. Aber die Mama hat das in die Wege geleitet? Ja, also die hat den Bericht gelesen in einer Zeitung, die war bestimmt schon 2 Jahre irgendwie alt und bei uns irgendwie daheim rumgeflogen und hat eigentlich eher so ein bisschen sortiert und ja, was brauchen wir noch, was brauchen wir nicht und dann war irgendwie ein Artikel dazwischen über einen Uwe und dann musste das anscheinend so sein, dass er das gelesen hat und dann haben wir uns das zusammen überlegt, weil ich ja schon immer versucht habe, jemanden zu finden, der Lieder für mich schreiben könnte oder dass ich mal eine eigene CD habe. Es ist ein Wahnsinns-Hit-Potenzial da drin. Und als Beispiel ist da ein Titel Alles aus Liebe. Was kannst du uns zu diesem Lied erzählen? Also da kann man dazu sagen, dass das, also da hat der Uwe echt ein ganz, ganz tolles Lied geschrieben. Das ist so in der Strophe ein bisschen ruhiger und auch ja nachdenklich. Man freut sich, dass man irgendwie jemand an seiner Seite hat, für den man fast bis ans Ende der Welt gehen würde oder ja, für den man fast alles tut. Man kann nicht essen, man kann nicht schlafen, nichts machen, außer eben ja an diesen Menschen zu denken oder so und das halt alles nur aus Liebe. Und im Refrain geht es dann auch ein bisschen flotter zur Sache. Also das ist auch echt eine schöne Tanznummer, merke ich auch immer bei meinen Live-Auftritten ganz toll. Also da gehen die Leute immer schön mit und kommt gut an. www.discofox.fm
Liebe Laura, jetzt stellt sich die Frage bei dem Song Fang deine Träume ein, nämlich war es ein Wunsch von dir, den Song gemeinsam mit dem Uwe Busse aufzunehmen? Also wir hatten eigentlich da nicht drüber gesprochen, dass wir überhaupt ein Duett also zusammen auf das Album irgendwie bringen. Der Uwe hat mich eigentlich damit überrascht und ich war dann aber total angetan und habe mich gefreut, dass er überhaupt ein Duett mit mir aufnehmen will. Weil es ja schon was ganz Besonderes ist, mit dem Hitmacher sozusagen ein Lied zusammen zu haben. Und es spiegelt so unsere Story so da. Also man kann sagen, dass das so ist, dass man eben das Lied so verstehen kann, dass der Uwe als Profi einem Newcomer wie mir eine Chance gibt in dem Geschäft. Und ja, das finde ich jedes Mal immer wieder schön, wenn ich ihn mir anhöre. Der Uwe hat ja etwas ganz Bestimmtes zitiert. Ich war am allermeisten überrascht, dass sich dieses Mädel bei mir bewarb, um Schlagersängerin zu werden. Normalerweise stehen Mädels ihres Alters Schlange bei Pop-Produzenten und würden sich nur ungern zu einem Schritt ins Schlagerbusiness überreden lassen. Wie war es wirklich da? Wie kam es dazu, dass du wirklich Schlager singen wolltest? Ja, also das hat er sich echt gefragt damals, als ich das erste Mal bei ihm eben zu Gast war im Studio. Er hat sich halt gewundert, dass ich zum Beispiel nicht bei Dieter Bohlen oder so Schlange stehe, sondern echt zu ihm komme und will Schlager singen. Es war echt so, dass ich mit dem Schlager groß geworden bin. Meine Eltern hören schon immer deutsche Musik und da hat man dann ganz anderen Draht zu, wie vielleicht andere aus dem Alter, deren Eltern vielleicht nur englische Musik hören. Und also von dem her mag ich Schlager schon immer sehr gerne und freue mich jetzt natürlich, dass ich mit meinen eigenen Schlagersongs auf die Bühne kann. Wie ist es eigentlich? Es gibt einen Song, der nennt sich Ungarisches Blut. Das ist ja ein weiterer Hit auf deinem Album und der klingt auch wirklich ein bisschen wie aus dem Leben gegriffen. Sind diese Songs oder beinhalten die Songs ganz einfach wirklich Geschichten aus deinem Leben? Oder generell, wie sind sie zusammengepackt? Kannst du dich damit identifizieren, mit dem, was dort gesungen wird, was du da singst? Also auf jeden Fall ist Ungarisches Blut erstmal mein Lieblingslied auf dem Album. Und aber es zeigt auch was ganz Persönliches von meinem Leben in dem Sinn, dass eben wie ich am Anfang von unserem Interview schon erzählt habe, meine Großeltern aus Ungarn stammen. Und in dem Lied geht es darum, dass mir eben meine ungarische Oma die leider letztens verstorben ist und jetzt alles nur noch von oben mitverfolgen kann. Aber die kennt das Lied zum Glück. Also ich habe es ihr schon vorgespielt, das hat sie schon noch mitbekommen und weiß, dass es das Lied gibt. Sie erzählt mir eben von ihrer wunderschönen Heimat, von diesem tollen Land Ungarn in dem Lied. Und und ich bin schon immer da ganz begeistert, eben zuzuhören. Und ein kleines Abenteuer aus Ungarn eben. DiscoFox FM Live-Interview. Jetzt wird es ein bisschen knapp mit der Zeit, weil, Laura, wir haben uns ja schon ganz schön vorquatscht. Jetzt muss man aber da ganz kurz dazu sagen, du bist in dieser Woche am Freitag, den 19.8. um 20.15 Uhr, da wird man dich nämlich auch schon wieder im Fernsehen bewundern dürfen. Und zwar in der MDR-Sendung Vom Werretal zum Thüringer Meer. Worauf dürfen wir uns denn da als Zuschauerinnen und Zuschauer drauf freuen? Also in der Sendung, da kann man mich sehen, da habe ich einen ganz tollen Clip in Thüringen gedreht. Und das ist die Sendung mit Katrin und Peter, die moderieren die. Und da sollen sich die Zuschauer mal überraschen lassen. Es sind ein paar verschiedene Szenen gedreht worden in einer ganz tollen Landschaft. Besonders muss man ja auch noch eins dazu sagen. Ich habe gerade von dir die Information bekommen, nämlich dein brandaktuelles neues Album ist in den, und jetzt hört genau zu, in den internationalen Charts auf Platz 52 eingestiegen. Also das ist schon mal ein wahnsinns virtuellen Applaus wert, muss man direkt schon mal dazu sagen, auch von mir dazu. Herzlichen Glückwunsch, liebe Laura. Danke. Bitte, bitte. Viele, viele Informationen erhaltet ihr noch auf der Homepage von der Laura Wilde unter www.laura-wilde.de. Da sind eine ganze Menge Termine, die ihr euch da alle anschauen könnt. Und wenn ihr die Zeit habt, geht ruhig dahin. Laura, weißt du eigentlich, wo du demnächst noch live zu erleben bist? Aus dem Kopf heraus? Also man kann sich schon mal vormerken, dass ich am 22. Oktober nochmal in der Carmen-Nebel-Show zu sehen bin. Und im ZDF. Da würde es mich auch freuen, wenn viele, viele Hörer von euch auch einschalten würden. Weitere, wie du gerade
angekündigt hast, kann man auf meiner Homepage www.laura-wilde.de nachlesen. Genau, schaut da auf jeden Fall nach, klickt da drauf, alle Informationen erhaltet ihr auch über Facebook und bei uns unter www.discofox.fm. Auch da kommt ihr weiterhin zu Laura Wilde. Und jetzt hören wir zum Abschluss der Sendung noch einen Song. Wo hast du denn küssen gelernt? Und jetzt bin ich neugierig. Liebe Laura, bist du schon vergeben? Also mir geht's im Moment ganz gut, kann man schon so sagen. Da hat die Laura sich richtig schön rausgeredet. Naja, so kann man auch um den heißen Brei herumreden, liebe Laura. Liebe Laura, ich muss mich bei dir bedanken. Ich weiß, du bist in Zeitdruck, ihr müsst weiter. Ich bedanke mich recht herzlich im Namen von Disco Fox FM, von allen Hörerinnen und Hörern und allen Fans von dir. Für die Zeit, die 30 Minuten, die du für uns hier hattest zum Interview, wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Viel, viel Spaß, nicht zu viel Stress, ein bisschen mehr Freizeit, wenn möglich. Und wir hören und wir sehen uns. Aber Laura, ich schätze, du wirst auch noch ein paar Abschlussworte für uns haben. Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken für die schöne halbe Stunde. Und hat mich gefreut, dass wir so ein tolles Interview miteinander hatten. Und ich grüße natürlich auch nochmal ganz lieb eure Hörer. Und ja, jetzt hört ihr noch mein letztes Lied hier im Interview. Wo hast du denn küssen gelernt? Macht's gut, eure Laura Wilde. Disco Fox FM Live Interview.